Wisst ihr? Alter, jedes Mal, wenn hier so ein Schocker kommt, hört dich immer. Ja, Süße, war doch überhaupt der nicht. Ist ja total weit weg vom Mikrofon. So, wir müssen anscheinend 6 Bilder fertigen. Wenn ich das jetzt mal anhand der Schränke abzähle. Und nachher unser, keine Ahnung, Magnus Opus. Hallo. Formlose Träume. Schon wieder alles weg. Ein Fahrstuhl. Genau. Ein Fahrstuhl, Alter. Ja, Benni. Links oder rechts? Ich sag immer, hoch oder runter? Links. Links, ja? Ja, wir gehen nach links. Geht nicht. Geht nur nach rechts. Muss ich jetzt hier noch die Tür zu ziehen? Ja, ja, klar, sonst geht es nicht. Sag mal, geht denn hier gar nichts automatisch? Sicherheit geht vor, mein Junge. Ach What? Du Scheiße. Konntest du da das lesen, was da dran stand? Nee, das ist nur, wie ich den Kopf geschossen, in was für einer Bumsbude sind wir jetzt schon wieder gelandet. Also ich denke mal in den Spielen, es kann nicht schlimmer sein. Es kann einfach nicht schlimmer werden und es wird schlimmer. Okay. Mindestens 3 Türen. Locked. Vier Türen. Hast du das gehört? Ja, ich glaube, es war eine Ratte. Ich hoffe, es war eine Ratte. Oder, ach, da hinten ist doch die Tür aufgegangen. Ja, ja. Ach nee, echt jetzt. Wer sitzt denn da? Der Wolf. Oh, das ist ein Gemälde. Oh. Oh, na, das ist. Ach, das ist sein. Wie nennt man es denn? Sein Erholzimmer oder was? Ach du Scheiße. Das ist nicht der Key. Da passiert doch gleich was, komm. Kannst du mir jetzt nicht. Oha, ja, da ist denn wohl mit Frauchen was passiert irgendwie. Deswegen driften wir so ab, okay. Naja, ich glaube noch nicht, dass jetzt. Ja, dass es noch nicht alles war, aber das war, glaube ich, der Anfang. Hä? Warum sind wir denn. Was ist denn? Es ist schon wieder völlig anders hier. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Der Typ hat eine echt krasse Stimme. Oh, darling, come on. Don't make me beg. Okay, man, jetzt sind wieder diese schwarzen Wurzeln, irgendwie, wie sie schon auf der Tür waren. Ja, stimmt, da waren wir ja in dem. Ach, also, wenn es mal Wurzeln, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. Verschmutzung? Hm. Ihr grinnt auf der Linse hier. So, okay. Jetzt sind so viele Türen und so viele. Ich kann mich. Jetzt geht's noch weiter. Ach komm, Alter. Ach komm. Was ist denn das Geflipper? Oh, das ist so ein Trapsen. Ach shit. Ja, wir müssen nach oben, Benni. Wahnsinnig viele Bücher.
Hallo, ich, hallo. Oh. Ja, nö. Komm mal, offenes Feuer kommt immer gut, irgendwie. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da laufe ich jetzt aber nicht rüber. Warum denn nicht? Grillparty? Ja. Irgendeiner mal angefangen, Möbel anzuzünden. Das kann man machen. Kann man, ja. Das kann ja auch jeder selber machen, wie er will. Ich persönlich würde aber sagen, lieber Heizung. Oh, nee. Oh, Benny, nee. Das war der Windzug. Das ist... Alte Häuser haben das so an sich. Ja, meinst du wirklich, dass das ja, der Windzug ist? Ja, 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 ja. Ganz ruhig, guck mal, easy. Ist nur... Der hat die ganzen Flaschen umgeschmissen, der Windzug. Guck mal hin, nee, das ist alles runtergefallen. Ich sag ja, war der Windzug. Oh, wisst ihr? Alter, jedes Mal, wenn hier so ein Schocker kommt, hört dich immer... Ja, Süße, war doch überhaupt der nicht. Das ist total weit weg vom Mikrofon. Das stellst du dir nur vor. Das ist gar nicht so, du musst deine Kopfhörer richtig einstellen. Alter, du musst hier bei mir anfangen bleiben, hier, Alter. Ich kann das hier nicht alleine hier. Das ist mir zu krass gerade, das ist scheiße. So, nee, ist total. Hallo? Schau hier. Der nächste Raum. Großartig. Hallo? Bist du. Du bist gerade weg? Hörst du mich? Jetzt bist du wieder da. Jetzt habe ich auch wieder ein Bild. Okay, du warst gerade komplett weg. Aber okay. Okay. Oh Mann, Alter. Diese Bilder. Haben sie auch wirklich alle rausgekramt, so was irgendwie an verstörender Kunst am Start ist. Entscheide dich. Aha. Kannst du das wegräumen? Kannst du aufräumen, bitte? Ja, nee, ich möchte nicht noch aufräumen. Also, nee, kannst auch nicht anfassen oder irgendwas. Okay. Worüber ich eigentlich ganz froh bin. Bevor ich hier wieder Kinderspielzeug einsortieren muss. Das hatten wir doch auch schon mal so ohne Art. Nee, aber ist ein anderer Raum irgendwie. Also, ne, auch ein Kamin mit Hirsch. Hirsch. Sehr unheimlich, sehr unheimlich. Ja, auch immer überall diese kleinen Minikerzen, die überall aufgestellt sind. Die sind ja auch mal so... Ponokis, ey, also. Gott. Wirklich unheimlich. Das Bild, oh. Oh, hier, ja. Ja. Gott. Das stellt Zeus. Ein Kind? Ja, das stellt Zeus da. Der. Nee, Kronos. Kronos stellt das da, der seinen Sohn verschlingt. Glaube ich. Ich glaube, es war Kronos. Okay. The Devouring. Oh, 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 oh. Mann. Was war denn das gerade? Kam hier was geflogen oder was? Hat hier einer was geschmissen? Die Tür ist aus den Angeln und alles hinter dir ist weg. Was ist denn hier passiert? Wollen dein Zeus-Kronos-Bild liegt jetzt auf einmal auf der anderen Seite? Wow! Da ist ein Safe! Fuck. Okay. Aha. Okay. Bestimmt hast du den Code hinter irgendeinem Bild. Wahrscheinlich. Mhm. 165. Ich rate mal. 165. Okay. Ah. LOL. Okay. Brauchst mir eine Schatz. Ich hab da alle Folgen von Ocean's 11 gesehen. Alle Teile. Oh, alle zwei.
Alle. So, okay. Which door is the right one? Is it this one? Ja. Nee, du hast den Schlüssel noch. Guck mal unten rechts. Der Schlüsselsymbol hast du nämlich noch da. Naja, aber was soll ich denn tun? Nee. Da wird geflüstert, Benny. Bist du das? Ja. Eieieiei. Und abgerissen, die Lena. Abgeruppt, das Ding. War die hier eingesperrt oder was? Ja, guck mal, unten der Fuß ist ja auch weg. Ja. Aber was soll das jetzt heißen? Eine gute Frage. Also erstmal ist es bekannt, dass er ein Säufer ist. So, wir wissen mal schon mal. Tja, Freunde, wenn ihr eine Theorie habt, haut's mal unten in die Kommentare. Würde uns interessieren. Wir haben nämlich keinen Plan. Ich mag auch keine Türen, die sich hinter mir schließen. Das mag ich auch in Horror-Games gar nicht. Also generell in Games. Na, bin ich mal ein Pfeifenständerchen? Da schön daneben noch ein Rotweinchen. Take a pipe. So, flackerndes Licht auch immer awesome. Ja, das Gemälde auch immer unheilsverkündend. Das Gemälde zerläuft da oben, das ist dir bewusst, ne? Oh! Okay. Oh! Ist mir egal. Ich geb schon. Soll doch verfließen. Eieiei, da steht doch was in der, auf der. Was ist da? Kann nicht rückgängig das gemacht kann werden. Kann nicht rückgängig gemacht werden. Oh, okay, man hat immer sein Handy liegen lassen. Ach du Scheiße. Warum sieht denn das aus, als ob ihr euch einen gesoffen hätte? Das, guck mal, achso, ist ein Spiegel. Ach so? Ah, oh Gott, ich dachte, das wäre ein anderer Raum. So, bereit, durchzuschreiten? Oh, man kann hier wirklich durch, ach, leck mich doch. Oh, shit! Es kann nicht rückgängig gemacht werden, jetzt verstehe ich auch, was er damit meint. Du kannst jetzt bestimmt nicht mehr zurück. Fuck. Oh nein. Wo hast du uns hingebracht? Ich habe gesagt, lass uns Giannas Issa spielen. Ach, fickt euch doch, echt. Nein. So, das ist. Wir kommen in der Senfperiode da hinten. Okay. Was passiert da? Ich weiß es nicht. Shit. Erinnern wir uns doch bitte an die letzte Hundeprofi-Folge mit Martin Rütter. Würde der uns jetzt raten? Okay, ja. Abrüsten. Scheiße. Also hier ist wirklich viel mit Feuer passiert, glaube ich, irgendwie. Hier ist, also ich weiß nicht, ob alles verbrannt ist oder... Auf jeden Fall. Also die Frau ist ja, muss ja, also die Frau muss ja Brandwunden gehabt haben, irgendwie aufgrund der Hauttransplantation. Habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Mhm. Nö. Ach doch, guck mal. Good boy. Good boy. Good boy. Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Oh. Ja, schön. Schön, dass du einen Hund gekauft hast. Ja, aber es ist auch immer eine schlechte Idee, wenn ich ein Baby bekommen habe, dann zu sagen, ich besorge ein Tier für das Kind zum Spiel. Das ist doch schon der falsche... Lass mich mal
Ich hau mal einen raus und sage, er ist wahrscheinlich nicht für seine rationalen, guten Entscheidungen bekannt gewesen. Willst du es auch? Willst du das auch? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Ja. Okay. Es werde Licht. Es werde Licht. Also er hat einen massiven Schicksalsschlag irgendwie hinter sich. Oder erhalten. Oh! Wow! Oh, oh, fuck you, fuck you, fuck you, little chair boy. Och Mann, Alter, hätte ich aber nicht gedacht wirklich, dass das Spiel so ist. Nee, nee, nee. Wir humpeln auch. Stimmt. Ja, stimmt, wir haben ja auch eine Krücke, ne? Also wir haben ja die Krücke im Schlafzimmer gefunden, dann ist das wohl unsere. Ja, das ist ja super. Was? Du musst ja aufziehen. Ich kann gar nichts machen. Gott, sieht das eklig aus. Oh Mann! Achso, das Ganze nochmal... Ich will nicht aufsuchen, da passiert irgendeine Scheiße. Nee, das ist auch nur das Gleiche, was wir gerade hatten. Ja, 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 ja. Hier war da auf einmal eine Tür? Bleck, was war da denn für eine Ratte? War ja ein... Die Hundsratte. Ich gebe auch zu bedenken, wir sind immer noch in der anderen Welt, ne? Ach ja. Weil du ja durch den Spiegel gehen musstest. Weil du ja durch den Spiegel gehen musstest. Ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt eine große Alternative hatte. Doch, mit die Tür wieder zu. Bin ja nicht aufgewacht, hab gesagt, du, heute hab ich mal Lust durch den Spiegel in so einem. Alter, das sind alles die gleichen Räume. Was? Echt? Ja. Ach du Scheiße. Oh, fuck. Ja. Scheiße. Oh! Okay, wurde es zurückgesetzt. Wir hängen jetzt so lange hier fest, bis wir es gelöst haben. Ja, jetzt darfst du dir mal die. Das ist eine Studie voll Kacke vor Angst, Alter. So lang, ich muss erstmal den Schrank aufmachen. Ist auch, guck mal hier, ne? Brauchen wir. Oh. Tja, wer ist jetzt durchgeknallt? Ba-ba-da! Okay. Wer wirft hier mit Propellern? Wer wirft hier mit Propellern? Mal eine andere Zwischenfrage. Haben wir überhaupt die Möglichkeit, irgendwo zu speichern? Ich habe keine Ahnung, Benni. Okay. Ich denke, wir können das Spiel nur durchspielen jetzt. Naja, das sehe ich noch nicht ganz so. Zumindest nicht für mich. Oh, was ist jetzt schon wieder passiert? Langsam kann ich echt nachvollziehen, warum der sich ständig hier vollgeknallt hat hier. Mit so. Verschlossen. Aha, überall abgeschlossen. Spiel ist zu Ende, die Tür ist nicht offen. Nein. Die Tür ist nicht offen. Ja, hallo. Kannst du bestimmt die Kerzen anmachen, genau, wollte ich gerade sagen. Mach doch mal die Kerzen an. Oh, like a candle in the wind. Aber jetzt mal ohne Käse. Anscheinend ist ja hier in diesem Spiel extrem viel wirklich Kunst von alten Meistern
verwendet worden. Haut doch mal in die, oder schreibt doch mal bitte in die Kommentare, welche ihr erkannt habt irgendwie. Ruhig mal wirklich Künstler und Titel des Gemäldes. Würde mich mal wirklich interessieren, wie viel ihr erkennt. Wie viel ihr erkennt. Wie viel erkennt. Ah, 6. April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen. Mit einem Kleinkind im Haus, das ist einfach verantwortungslos. Oh, mach die Funzel an, Brötchen. Was ist das? Hallo. Guck dir nach, wie wir hier hinkommen. Nein. Nein. Ist mir egal. Sag dir einfach mal herein. Oh, nimm den Schlüssel. Warum? Was ist denn? Okay, also irgendwas mit Krücke. Also, waren wir das jetzt? Da draußen? Hat sich doch so angehört, als wenn irgendjemand mit einer Krücke gelaufen ist, oder? Oh Gott. Unser Hochzeitsbild. Mit Kritzel, Kritzel und Krakel, Krakel. Wunderschön. Ja, was für unsere Psychosammlung. Ich wollte gerade sagen, warum macht man sowas? Also, ja, diese so klassisch, war, kennt man so aus Horrorfilmen, aber so diese Augen. Ja, das mit dem Augen wegkratzen. Diese Horror weggekratzt von Augen. Horror weggekratzt, diese Augen weggekratzt. Soll ich hier mal, ich lauf mal. Ach du Scheiße. Genau, lauf mal zum ein Bild, ja, echt? Gemälde! Ja. Wow. This house is absolutely amazing. Oh, but those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Da fallen mir ganz andere Attribute ein, was dieses Haus ist. Du kannst auch die nehmen, ne? Nee. I can't take it anymore. Ah, vertrauter Boden. Ja, da gehst du aber auch quasi selbstsicher durch, wa? Das ist ja, hier für ist dich jetzt, so okay. Was soll jetzt passieren hier? Oh, siehst du? Unleashed your inner beauty. Entfesseln Sie Ihre innere Schönheit mit dem ganz neuen Glamour von Jean Marx. Sagen Sie leb wohl zu Aknenarben, vergrößerten Poren und anderen unangenehmen Hautproblemen. Der neue Glamour Fusion Marx Concealer wird Ihrer Haut ein gesünderes Aussehen sowie ein sanftes Gefühl geben. Betrachten Sie es nicht als Abdecken von Unzulänglichkeiten, sondern als das Entfesseln Ihrer inneren Schönheit. Aha. The Sleeping Room. Und? Mach mal nochmal die Flaschen wieder weggeräumt. Was? Ja, nee, das ist die andere Tür. Du musst die andere Tür öffnen, ne? Ich will mal wissen, ob jetzt hier wieder was entgegenkommt. Da sind ja gar keine Flaschen mehr. Ey! Das ist schön aufgeräumt hier. So, hier haben wir eine Schallplatte. Und ein Grammophon. Oh, und jetzt schön kurbeln. Wie machst du kurbeln? Erstmal, bevor wir hier loskurbeln und wahrscheinlich die Scheiße wieder durch den Ventilator fliegt, würde ich doch mal jetzt kurz mal gucken, was wir hier vielleicht noch finden. Oh, siehst du? Unsere Prothese. Ist das nervt, Alter. Pinocchio, Prothesen, Diebe, Nemassate Bastarde. Kann mir keine neue kaufen. Warum dieses beschissene Bein?
Und wie immer haben wir keinen Spiegel. Es ist komisch, wa? Warum? Ist das echt so ein Problem für die Engine, oder? Also das weiß ich nicht, ob das da so... Oh, warte mal. Okay, warte mal. Dumbling all around, dumbling all around, dumbling all around, it's so funny. Dumbling here and there, dumbling everywhere, and I must declare, I stepped right on her toes, and when she bumped my okay. nose, I Aha. fell, and when I rose, Schrumpfen wir, oder wird alles irgendwie größer? Dumbling all around, dumbling all around, dumbling ja, gute Frage. Also auf jeden Fall ist das Bild erstmal zurückgeflossen. Aber was ist denn, hä? Ist ja wieder ein komplett anderes Bild. Ach, dann kannst du das rückwärts abspielen. Dann kannst du die Spielrichtung angeben. Ja. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Ja, schön grubbeln. Das sieht aus, als ob's gebrannt hätte. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Huh? Okay, er hat sich also seine Farbe selbst gemacht, Alter. Was ist denn jetzt wirklich, ja, das ist jetzt... Oh. Habe ich das aber gerade richtig verstanden, was der das mit dem Schlauch gemacht hat, wie beim Benzin abpumpen? Ja, genau das hat er getan. So, mussten wir jetzt... Okay, wahrscheinlich mussten wir jetzt... Dann reicht noch ein Schlüssel auf der linken Seite von dem Grammophon. Da ist noch was gewesen, da kannst du noch was einstellen. Oh je... Ich weiß noch nicht, was das ist. Ach du Scheiße, was zeigt denn jetzt hier? Aha. Achso, du musst wahrscheinlich nochmal die Richtung wechseln, dass das wieder normal wird. Weil wir haben ja jetzt die Farbe im Prinzip. Wahrscheinlich brauchten wir irgendwie jetzt diese Farbe, um jetzt weiter in der normalen Welt wieder vorwärts zu kommen. Hat ein bisschen was von Chipmunks. Das war Alvi. Okay. Was? Weiß ich nicht. Die flüstern weiter, aber geht einfach mal zurück. Ach schön, die Leinwand. Ja, na, und jetzt werden wir hier mal ein bisschen Blut draufschmieren hier. Ach, scheiß auf die Fleischies. So, das hat sich auch verändert. Guck mal, da kam noch ein bisschen was dazu bei dem Text. Ja, echt? Ja, ja, ja. Doch, guck mal, stimmt. Da oben. Hate even now. Verloren alleine. Du verdienst es. Ein Grab für dich. Beende es. Okay. Und jetzt benutzen wir die Farbe. Okay. Und aus den Flamingos werden? Ein großer Vogel. Ein Phönix? Was soll das sein? Und? Was ist das? Ein Teek hier? Das war jetzt halt keine Ahnung. Das könnte auch ein Höhleneingang sein.
wenn da unten so die Höhle ist. Ach, guck mal. Wir haben einen... Achso, das Blatt. Und meine Vermutung ist ja, dadurch, dass du sagst hier von wegen, das sind ja unsere Trophäen, dass das auch für uns die Kapitel sind. Würde jetzt für mich heißen, dass das unser Safe Room ist und wir jetzt gerade gesaved haben. Wahrscheinlich. Okay, ja. Also ich würde sagen, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, wir haben ein Drittel des Spiels geschafft, wenn ich jetzt einfach mal von diesen 6 Schubfächern ausgehe irgendwie. Haben wir 2 schon erreicht irgendwie für das Gemälde. Leute, haut in die Kommentare, sagt eure Meinung mal dazu irgendwie. Gefällt euch das Spiel? Gefällt euch das Let's Play? Gebt uns ein kleines Feedback. Lasst Liebe da. Vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Runde.